Moin Freunde, willkommen zu einem neuen Video und dass man auch über sowas wie Kopfhörer tatsächlich ein Video machen kann, das seht ihr jetzt. Ja, ich weiß nicht, die meisten meiner Zuschauer werden das sicherlich kennen. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe und merke, ich habe meine Kopfhörer vergessen, ist der halbe Tag schon im Arsch. Ich würde sogar riskieren, zu spät zur Arbeit zu kommen, wenn ich merke, scheiße, keine Musik. Das kann mir eigentlich nie passieren, weil ich schon mit Musik im Ohr das Haus verlasse. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen gemerkt, dass bei meinen Kopfhörern, ich muss dazu sagen, ich kaufe, wenn ich Kopfhörer kaufe, natürlich In-Ear-Kopfhörer, weil alles andere finde ich persönlich hässlich, dann bin ich da immer recht geizig, weil die Dinger halten ja sowieso nie lange. Das ist so ein Gebrauchsgegenstand, das hält bei mir auch nie länger als 8-9 Monate. Und ich glaube, das ist schon gut geschätzt. Und jetzt ist letzte Woche hier diese Lautstärke-Wippe kaputt gegangen. Also ganz wichtig bei Kopfhörern auch, das muss ein Headset sein, weil WhatsApp-Sprachnachrichten, ne, und hier dieser kleine Knopf. Ja, ich glaube, die meisten wissen, warum das so wichtig ist. Dieser Knopf hier, mit dem kann ich den Musikplayer steuern. Anhalten, nächster Titel, vorletzter Titel und sowas alles. Das ist ganz verrückt, was das alles kann. Ja, da ist diese Wippe kaputt gegangen. Ich konnte keine Sprachnachrichten mehr schicken. Okay, Google hat nicht funktioniert. Und ja, ich konnte auch meine Lieder nicht überspringen. Da musste ich jedes Mal das Handy aus der Tasche holen. Das ist echt mega anstrengend. Und ihr glaubt gar nicht, was das für Zeit kostet. Und heute, nach der Arbeit, ich war top motiviert, wollte zum Sport gehen. Kopfhörer rein, bam, 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 wollte loslegen. Ja, Musik kam, aber nur auf dem rechten Ohr. Und das war schon ziemlich lame. Das heißt, mich haben diese Dinge heute tatsächlich auch um meinen Sport gebracht, weil ich nicht so viel gemacht habe, wie ich eigentlich hätte machen wollen. Weil ohne Musik macht auch Sport gar keinen Spaß. Und was habe ich gemacht? Ich bin sofort nach Hause gegangen und ich, der normalerweise nie einen Kassenzettel aufhebt, ich schmeiße die Dinger immer direkt weg, ja, also meine Eltern, die werden jetzt wahrscheinlich, wenn sie das sehen, was sie wahrscheinlich nicht tun, sagen, ach Gott, heb doch die Kacke auf. Ich schmeiße das immer direkt weg und ich habe mir vor einem Monat gedacht, wo ich mir die neu gekauft habe, die waren ja gerade mal einen Monat alt. Komm, heb mal lieber einen Kassenzettel auf, man kann ja nie wissen, als wenn ich es gewusst hätte, ja, nach Hause, links rausgesucht, ab zu Kaufland. Props an Kaufland, ich habe noch nie so schnell was umtauschen können und habe jetzt neue Kopfhörer. Ich muss dazu sagen, es sind zwar genau die gleichen, aber es ist irgendwie eine Weiterentwicklung. Ich kann das mal kurz zeigen. Ich krieg da kein Geld für die Leute, die das vielleicht denken. Das sind hier so Hammer-Kopfhörer. Leute von Hammer, wenn ihr zuguckt, das geht gar nicht. Die hatten eine Kabellänge gehabt von 1,50. Zum Vergleich, ich bin 1,73 groß. Also die Dinger gingen mir hier bis zum Kinn. Da hast du denn dieses Kabel, was über ist und stoppst es immer in die Hosentasche. Das ist mega anstrengend. Und diese neuen Kopfhörer, ich glaube, da werden die drauf gekommen sein, dass wohl einige das Problem haben. Die sind jetzt nur 1,20 lang. Das ist die perfekte Länge. Haben auch noch so eine Lautstärke-Wippe hier mit dran, was auch ziemlich cool ist. Freisprecheinrichtungsgedöns geht auch wieder. Ich bin glücklich. Der Ton ist ganz gut. Kosten 17,99. Ich kriege da wirklich kein Geld für, Leute, ganz ehrlich. Kann ich euch wirklich nur empfehlen? Also die kann ich euch empfehlen. Die davor nicht, um Gottes Willen. Kauft die bloß nicht. Die waren einen Monat alt, sind kaputt gegangen. Und ja, ich bin zufrieden. Noch. Und ich habe den Kassenzettel auch diesmal aufgehoben. Ich bin gespannt, wie lange die diesmal halten. Ja, wie gesagt, dass man über sowas vermeintlich Unbedeutendes wie Kopfhörer, beziehungsweise für mich sind die nicht unbedeutend, aber dass man darüber tatsächlich ein Video machen kann, habe ich jetzt bewiesen. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen zum Schluss als vielen Dank für mittlerweile über 50 Abonnenten. Das finde ich mega klasse. Und ja, wenn ihr mögt, hier unten meine Social Medias bin ich sehr aktiv. Letztes Video, vorletztes Video oder umgedreht. In der Infokarte hier über mir sind bestimmt auch noch irgendwelche Links drin. Alles natürlich auch in der Videobeschreibung. Und das war's an diesem, heute ist Dienstag, oh, ich sag mal Mittwoch. Ja, wir sehen uns überall und spätestens hier die Tage zum neuen Video wieder. Bis dahin. Ciao. Achso, eine Sache habe ich noch vergessen. Vielen, vielen lieben Dank nach Australien zu Psycho. Der hat mir nämlich bei den Thumbnails geholfen. Was heißt, er hat alles selber alleine gemacht. Ja, vielen Dank. Alles noch schöner und jetzt bin ich raus. Ciao.